Dann würde ich sagen, es ist 19.07 Uhr am 7.7.2021, wenn das nicht der perfekte Moment ist, um Final Fantasy VII Remake endlich anzufangen. Für mich in geilem 4K, für euch im nicht ganz so geil. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Aber die Episode Yuffie, ich frage mich, ob man die tatsächlich spielen könnte, wenn man sie besitzen würde. Aber ich glaube, Yuffie vor dem Hauptspiel zu spielen, würde wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn machen. Also machen wir das mal nicht. Wir spielen auf einfach, das wird es mich wahrscheinlich aber gleich nochmal fragen. Einfach, weil ich erstmal in die Steuerung reinkommen muss. Deshalb werde ich das hier auch einfach mal nicht verändern. Leistungsoptimierung finde ich, glaube ich, okay. Es ist ja ein actionorientiertes Spiel. Ich habe die Musik und die Soundeffekte schon mal ein bisschen leiser gemacht, weil so Spiele sind ja bekannt dafür, dass man die Sprecher gerne mal nicht so gut versteht. Das werden wir gleich on the fly noch ein bisschen adjustieren. Und ich habe die Sprachausgabe auf Japanisch gestellt, weil wir werden das hier zur Hölle und zurückweben. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Wenn schon, denn schon. Es hat bei 15 ganz gut geklappt, dann kriegen wir das hier auch hin. Und ich glaube, das ist alles, was wir einstellen müssen. Außer gleich für euch noch den Ton. Wie ist denn die schöne Orchestermusik so? Soll ich schon mal ein bisschen lauter machen? Wird es gleich uns richtig das Gehirn wegballern? Ich habe Kopfhörer auf, das heißt, mein Hirn ist als erstes dran. Noch ein bisschen leiser, ehrlich. Au. Oh. Ballern die Trompeten so? Ich hätte es sogar eher noch ein bisschen lauter gemacht. Warte, ich schrei kurz. Könnte im Kampf ballern. Hey, Dommy! Ja, sie tut es. Jetzt auch mal. Hab mich ja lang genug gedrückt. Okay, wisst ihr was? Wir springen einfach rein, gucken, wie laut die Cutscenes sind. Weil ihr sollt ja auch die Leute gut verstehen. Wobei ihr sie eh nicht versteht. So gesehen ist vielleicht auch nicht so schlimm. Aber ja, ich weiß fast nichts. Also eigentlich beginnt die Spoilerzone sofort. Ich weiß ein bisschen was, aber nicht so richtig viel. Und ehrlich gesagt, vom Replay, vom angefangenen Replay vom letzten Jahr weiß ich auch nicht mehr so wirklich viel. Also so grob weiß ich noch, worum es geht. Aber ich bin sehr gespannt. Es soll ja nur Midgar sein, mehr oder weniger. Und nur Midgar war im Hauptspiel ja jetzt nicht so viel. Insofern schauen wir mal, wie das wird. Ja, das Reimagining. Deswegen keiner mehr sein Spiel Remake nennen will, das ist mir bekannt. Es soll nicht mehr PS-exklusiv sein. Okay. Ja, ich warte eigentlich nur drauf, dass sie es für PC und die Xbox ankündigen, weil das steht ja schon eine Weile im Raum. Wird nicht mehr lange dauern, spätestens auf der Tokyo Game Show, denke ich. Hauen sie raus, weil dann kannst du der Yuffie Intermission noch ein bisschen PS5-Exklusivität geben. Und dann ist auch okay. Sheesh. Na gut, dann drücke ich jetzt, ja? Ich bin aufgeregt. Ich habe ein bisschen Angst, weil die Demo damals sehr wild war. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Zur Not haben wir ja aber noch den klassischen Modus, nicht wahr? Das schöne Bastersword. Ob es hier wohl Bastersword heißt? Oder Bastardschwert. Ich bin sehr gespannt. Kamerasteuerung. Ich mag, glaube ich, invertierte Kamera. Buttermesser. So. Schwierigkeitsgrad. Einfach. Wir versuchen es aber mal ohne klassisch, weil ich habe über den klassischen Modus leider echt nur nicht so gute Sachen gelesen. Wird schon hinhauen. Ach, ich bin sehr aufgeregt.
Square Enix Presents. Eine Wüste mit viel zu vielen Details. Da ist er. Der Mann, der eigentlich nur schöne Charakterdesigns zeichnen sollte und seit 20 Jahren mein Leben ruiniert. Aber das ist voll gut gemacht. Oh, Jesus Christ, sieht das gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum sieht das so gut aus in 4K? Holy shit. Das sieht aus wie ein fucking Film. Was ist hier los? Das sieht halt legit aus wie ein Film. Nur die Kinder sind ein bisschen gruselig, aber das ist normal. Du kannst jede Pore in ihrem Gesicht sehen. Das ist richtig gruselig. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen schockverliebt. What the fuck? Sieht das gut aus? Das Loveless Theater, die Schleife von Zack. Da kommt der Bastard mit seinem Schwert. So war das doch gemeint, oder? Mit dem Bastardschwert? Hey, Ari! Oh mein Gott, ist das... HD. Oh, Jesse hat auch noch nie so gut ausgesehen. Oh boy, der Pausermann. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen laut, oder? Warte mal.
Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen hier gerade. Ich darf noch kein Menü haben. Oh Gott, was hat er denn für eine Stimme im Japanischen? Das war der Mega-Hype-Train, oder? Ich glaube, es kann. Also, wir können einfach mal reingehen. Aber ich glaube, im Kampf ballert vielleicht ein bisschen. Ich muss erstmal gucken. Ich muss erstmal kurz mein erstes 4K-Spiel. Alter, sind das viele Details. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Sheesh. Aber ich muss die Kamera entinvertieren, sobald ich kann. Ich hab einen Fehler gemacht. Ich muss sagen, ich finde die Stimmen tatsächlich ein bisschen leise, obwohl ich ja extra die Musik leiser gemacht habe. Aber kriegen wir hin. Immer nach oben. Oben sind die Augen. So. Mit Viereck führst du einen Angriff aus. Okay, das kriegen wir hin. Welcher Knopf ist der mit der hier? Ich habe jetzt Xbox gespielt, ich bin verwirrt. Reifeprüfung bestanden. Nice. Okay. Ich kann Gegner töten. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon ein bisschen Porno, oder? Die ATB-Leiste. Okay. Sehr schön. Wow, ist das flüssig. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen. Das ist gelogen. Eben ging es noch nicht. Gut, dann invertieren wir erstmal die Kamera zurück. Okay. Okay. Speichern können wir sogar auch. Können wir immer speichern? Ich glaube nicht, oder? Ja, Cloud muss alles machen. Er ist ja die Kaufklinge hier. Dafür wurde er angestellt. Kamera. So. Die adaptiven Trigger, das finden wir, glaube ich, gleich raus. Ich weiß es tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Was haben wir denn so dabei? Ausrüstung? Darf ich nicht sehen? Er hat keine. Ich will doch nur wissen, es heißt Panzerschwert. Okay, gut, bin befriedet. 54 Attacke, das ist nicht schlecht. Für Level 7? Kann man machen. Oh, guckt euch das mal an. Da kannst du sogar alles ablesen. Und es gibt noch Banora White Apples. Das ist ein bisschen wild. Ich muss mir alles angucken. Es tut mir voll leid. Oh. Oh mein Gott, ist das nicht das Handyspiel aus Final Fantasy 15? Ja, und wie die Materie erleuchtet, ist auch mega nice. Und jemand macht Musik. Nice. Okay, wir wollen Jesse mal nicht warten lassen. Ich komme nicht drauf klar, wie HD, also wie 4K alles ist. Du kannst jede Falte in ihren nicht gebügelten Klamotten sehen. Blocken aus. Oh nein, Rollen ist auf Kreis. Okay. Kriegen wir hin. Das fühlt sich aber echt gut an, weil du hast doch... Ich will jetzt nicht haptisches Feedback sagen, weil ich glaube, sie haben keins reingemacht. Aber fühlt sich schon nice an. Und da, guck mal, ein Shinra-Plakat. Oh... Wir werden 200 Stunden für dieses Spiel brauchen, weil ich mir alles angucken muss.
Kann ich hier auch rollen eigentlich? Ah, aber ich kann rennen. Sehr gut. Und Kisten öffnen können wir auch. Okay. Nicht diese Kiste. Diese. Er wühlt nicht im Müll. Schade eigentlich. Hätte ich witzig gefunden. Ja, ohne Witz, ey. Ich bin ein bisschen mindblown. Also, ich sag mal, die Demo hat damals nicht so gut ausgesehen. Ach, ich habe ja sogar einen Kompass, das sehe ich ja jetzt erst. Frachtkisten von Shinra, okay. Ach, die hier. Die mit dem Shinra-Logo drauf, ich verstehe. Echt nicht, ne. Hat nicht so gut ausgesehen. Ich meine, ich spiele das ja jetzt auf der PS5 mit dem 4K-Upgrade. Es wäre traurig, wenn es exakt gleich aussehen würde. で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの?その人キャリアを捨てるわけ?名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人。Oh nein. Er hat diesen Seiyuu bekommen. Wie konnte das denn passieren? どうせ俺は基本がなっちゃいね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと。興味ないね。 Ist mir egal. Ey, weißt du, selbst Barrett sieht richtig gut aus. Oh, ich hab voll Herzklopfen. Das ist halt schon echt wild, wie das einfach direkt aus der Cutscene in Game-Grafik geht und es ist einfach kein Unterschied da. Das ist schon... The future of gaming, kids. The future of gaming. Und ich kann Gegner anvisieren. Perfekt. Oh nein, Dokus! Schocker der Woche, okay. System ist offen. Wir gehen gleich weiter. Muss erst gucken. Muss doch erst gucken. Die warten aber auch nie auf mich, ne? Die haben. Die haben es immer sehr eilig. Warte. Ich kann doch hier noch Shinra beklauen, weißt du? Ich muss aber eventuell mal meinen Monitor noch ein bisschen heller machen. In dieser Ecke sehe ich nämlich nichts. Warte. Warten Sie mal. Schade. Das ist schon so hell, wie es geht. Na gut, dann muss der Trödelsöldner eben im Dunkeln rumlaufen. Das ist in Ordnung. Domi, ganz einfacher Lifehack. Japanisch können und schon musst du keine Untertitel mehr lesen. Spaß. Aber die englische Synchro soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Sind noch Kisten? Ja, guck, da sind noch Kisten.
Es gibt eine Ingame-Gamma-Einstellung? Ach, das hier, ne? Aha, guck mal, es werde Licht. So ist, glaube ich, besser. Danke, Les. So. So ist es nicht mehr ganz so mysteriös. Und nicht schon wieder ein Doggo. Ich meine, okay, der sieht ein bisschen aus Hojos Labor entlaufen aus, aber trotzdem. Ich mag nicht Doggos verletzen. Ich hoffe, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das sieht so hübsch aus. So hübsch. Sonja hat was gegen Hunde, ich glaube auch, ja. Wir werden einfach schon richtig viel TP haben. Über 1000 ist nicht schlecht für Level 7. Gleich. Kann man mit dir immer noch reden? Nein? Die Musik überballert die Voices aber leider schon noch ein bisschen. Naja. Wen interessiert es schon, was Biggs und Wedge zu sagen haben? Sieht ein bisschen festlich aus, als wäre Weihnachten. Die akute Migräne fängt jetzt schon an, das kann ja heiter werden. Aoi. Das sieht halt echt richtig gut aus. Aber sagt mir, wenn es für euch zu hell wird, ja, dann stelle ich es wieder ein bisschen dunkler. Ich mach doch gar nichts, bin ganz lieb. Ja, diese fließenden Übergänge sind so krass. Hot damn Barrett. Okay, wir haben Haltungen. Mhm. Oh, auf Kosten der Defensive finde ich immer schlecht, aber gut, probieren wir es aus. Schlägerei. Okay, kontern. Okay. Hallöchen. Ups, in Kästen ist wohl nichts drin. Hey Lisa! Entschuldigung, ich setz mich ja schon hin. Ich rede einfach mit niemandem und tu so, als würde es mich nichts angehen. Bin ganz brav. Ey, wie krass das einfach aussieht. Sorry, das müsst ihr euch jetzt noch 2 Stunden anhören, dann geht's, glaube ich, langsam, aber... Das sieht so krass aus.
Das mit der Splittergruppe ist neu, oder? Oi, Jessie, wartest du da? Also ich meine, die gab's in der OG-Lore schon, aber im Spiel wurde die Splittergruppe, glaube ich, nicht so prominent erwähnt. Ja, Papa, ich pass auf. Jetzt bin ich auch noch der Liftboy, alles klar. Tifa-の知り合いでしょ?好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い? Oh Gott. Direkt War-Flashbacks. Wir legen ja richtig los hier, hör mal. Ha! Kleider! Ja, war sie niedlich! Mata-mushi-shita! Oh mein Gott, das Baby Tifa süß. Oretachi wa. Hat sie da ein Body an? Das blaue. Jessie, du kleines Luder. Was ist denn da los? Oh Gott, ist das Heidegger? Und... Nee, warte, das ist noch nicht Rufus. このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。 てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔光をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔光の正体を知ってるか？魔光はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ？ Gott, er hat Brusthaare. Was ist voll anders? Ich muss aber auch sagen, Heidegger sah viel zu hübsch aus. Das geht so nicht. Hier ist es. Hey, Garantissimus, ist das PS5 Upgrade? Glaube ich. Sollte. Barrett kommt eben von Bär. Der ist voll der Grummelbär. Au. Jetzt wird's kompliziert. Wie genau wechsle ich denn Charaktere? Würdest du mir das wohl auch sagen? So. Okay. Weil das war der Punkt, wo ich in der Demo dann ausgestiegen bin. Nicht mit Cloud alles kurz und klein schlagen. Ach, guck mal.
Cloud kann keine Magie. Das ist natürlich irgendwie unpraktisch. Nice. Okay. Ich möchte lieber meinen Emo-Jung haben. Ich möchte lieber meinen alles zerschlagenden Emo-Jung haben. Danke. Hui. Er ist so smart. Aber hey, sie würde auch einfach so durch die Stäbe durchpassen, selbst wenn sie an wären. Okay, er kann sogar noch schneller sprinten. Ist ja wild. Weil er kann ja schon das hier. Er kann noch schneller rennen. Ah, ein bisschen vielleicht. Warum haben die Laser ein Fenster, wo sie aus sind? Damit die Shinra-Soldaten durchgehen können, glaube ich. Aber nochmal zu der Intergrade-Frage. Also ich besitze Final Fantasy VII Remake digital für die PS4 und das müsste ja dann das PS5-Upgrade umsonst bekommen haben, auch ohne Intergrade, oder? Nee, hat die Mari tatsächlich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich spiele, vielleicht. Oh, jetzt habe ich Barrett verbrannt, Entschuldigung. Aber das ist ja Horror, das ist nicht so 100% meine Baustelle, glaube ich. Hui. Ja, richtig gut. Ich kann durch Laser durchgehen, die ausgehen. Das ist atemberaubend. Kriege ich jetzt einen Orden? Dass es keine Trophy gegeben hat, wundert mich. Da sind sie ja sehr freigebig. Genau, aber ich dachte mir, Intermission zu kaufen... macht irgendwie mehr Sinn, wenn wir das Hauptspiel durchgespielt haben. Au. Ach, Manu. Hey, ich wurde einmal verletzt, ja. Einmal. Stell dich nicht so an. Bossfight. Ist gar nicht so Horror. Stealth ist auch schlecht. Liebe Grüße zurück. Was macht euer Umzug? Wie geht's euch? Oh boy. Ach, jetzt kann er doch Magie? Okay. Die Schockleiste erinnert mich auch so ein bisschen an 13. Okay. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wofür die ATB-Leiste hier eigentlich gut ist, aber das finden wir raus. So, jetzt kann er doch Magie, guck mal. Zeig mal. Okay, einfach ist schon. Einfach. Unser Soldier First Class.
Ich muss es jetzt mal kurz sagen, aber Barrett klingt einfach wie so ein Mittelalter 50-jähriger japanischer Osan. Das macht mich ein bisschen fertig. Irgendwie. Das muss ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Oh boy. Ja, Domi, da hast du natürlich recht. Wäre irgendwie komisch, wenn er einfach Magie könnte. Ja, hat die PS5 eigentlich Raytracing? Ist das so viel Zukunft? Ich weiß gar nicht. Aber die Musik, ne? Die Musik von Final Fantasy VII war ja immer schon gut. Aber das ist schon nice. Da ist er. Ah, der Gentleman lässt die Frau natürlich vor. Ja, weil ich glaube, so krass gepimpt haben sie es nicht. Ich meine auch, hier hätten wir keine Adaptive Trigger. Also ich glaube, das PS5-Upgrade für Remake selber ist, glaube ich, tatsächlich nur die Grafik. Und bei Yuffie sind sie dann all out gegangen. Aber ich mag mich irren. Ja, weißt du noch, wie die Dinger hier in Crisis Core aussahen? Jetzt guckst du dir an. Boah, das ist eine gute Frage, Garantissimo. Ich glaube, dass sie teilweise dieselben sind. Bei den Englischen wird der Cast ja, glaube ich, ausgetauscht, ne? Hier noch Loot? Oh wow, sie ist mein Gewissen. Oh, willst du mit mir zusammen sein? Immer, Jessie. Immer. Kann ich eigentlich auch schnell darunter? Aha! Aua. Barrett, das war mein Kopf. Jesus. Ich will wegen mir die ganze Zeit auf R2 rollen. Entschuldigung. Mach's kaputt, na los. Du kannst es schaffen. Komm schon, Barrett. So. Ja, Jessie hat so ein bisschen die Hotties auf Cloud, habe ich das Gefühl. Im Oktober. Die OLED-Switch kommt quasi als Tie-In-Switch zu Metroid. Deswegen ist sie auch weiß. Wie der Samus-Anzug in Dread. Kommt beides dann am 8.10. raus. Holt ihr euch nicht Metroid Dread? Wer von euch ist hier Metroid-Holiker? Oh nein, jetzt kommt gleich der Bosskampf schon, oder? Also der Suit von Samus? Wie auch immer. Ist weiß in Dread. Bestimmt deswegen. Oh boy. Wir sind Twitch geschützt, ja. Ich habe Follow-Only-Mode angemacht. Ja, easy ist sehr angenehm. Es ist fast schon ein bisschen zu einfach. Aber das wird sich schnell ändern. Von daher. Das stimmt nicht. Der GameCube hatte auch eine. Glaube ich. Hallo, ich bin gerade hier, oder? Tifa-no-zurette-dage-ja-shin-you-de-gine. 仲間になりてえなら 何度も言わせるな
Als ob Cloud weiß, wie man eine Bombe anbringt. Der kann sich nicht mal allein Essen machen. Oh boy. Die legen ja richtig los hier. Ach, 20 Minuten reichen, oder? Auf easy sollten wir hinkriegen. Wenn nicht, sprengen wir halt Beauty Boy. Das ist okay. Bisschen laut der Bossfight, ne? Bisschen aber nur. Was? Okay, warte mal. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Es ist ein bisschen wild, die beiden. So. Einmal Blitz. Bossfight ist halt schon ein bisschen wild. Okay, auszuweichen. Gut, ich roll ja eh. Wir verteidigen hier nicht. Oh nein, hat der Cloud erwischt? Okay. Vielleicht sollte ich ihn auch mal heilen, ha? Wie sieht das denn wohl aus? Klar auf. Ah, wow. Gott. Wer will den denn auf Level 99 spielen? Das macht doch gar keine Freude dann. Oh, wir haben einen Limitbalken. Okay. Das ist automatisch passiert. Ach, guck mal hier. Limit. Granate. Los geht's. Boy. Hat er das gerade abgeblockt, die Sau? Wie gemein. Ein schönes Limit. Langsam. So. Schade.
Heilen wir doch mal Barret. Wir machen schon nicht so massiv Damage, ne? Hey, aber für alle Crocs kriegst du immerhin einen goldenen Scheißhaufen, ja? Au. Oh Gott. Jetzt eskaliert er aber. Nochmal. Boom. Das war laut. Aber imposant. Ich weiß nicht, ob wir die Bombe jetzt überhaupt noch brauchen. Ich meine... Theoretisch hat ja der Skorpion das schon kaputt geschossen. Ich habe ein bisschen geschrien, ja. Ich habe es auf meinen Kopfhörern aber auch sehr laut gehabt vorher. To be fair. Schneller, Cloud, schneller. Aber solange ihr mich gut versteht, ist das die Hauptsache. Jetzt und Barret lässt mich einfach stehen. Der so Gegner? Egal. Der kommt schon klar. Jesse! Oh nein. Der Knöchel ist matsch. In welche Richtung muss ich denn? Die andere, okay. Ach, sie hat Panzerschienen an. Sehr gut. Das ist links. Nein, das andere links. Ja, muss man ja mal vorher fragen. Moment, Moment. Ich loote noch. Ich komme einfach nicht darauf klar, dass Barret wie so ein Yakuza-Opa klingt. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Ja, soll ich dir unter den nicht vorhandenen Rock gucken? Ich gebe nur Abstand. Ja gut, ne? Hat mir das Internet neulich erzählt. Aber Nintendo ist wahrscheinlich mit dem Internet genauso überfordert wie wir. Ach, guck mal, da klettert Barret. Barret!
Soldier-sama. Jawollo. Ach, da ist noch einer. Ja, ich beeile mich doch. Nein, tatsächlich werde ich Stories nicht spielen. Ich mag das Kampfsystem nicht so gerne. Ein Spiel weniger auf dem Pile of Shame. Das ist schon irgendwie befriedigend. Not gonna lie. Oh nein, ich muss nochmal durch die Laser laufen, oder? Oh je. Naja, hat doch anderthalb Arme. Den kann er einhaken, das geht schon. Barrett ist doch schon groß. Huch, was macht ihr denn hier? Die lassen einem aber echt viel Loot hier, ne? Finde ich gut. Ja, ein bisschen schnell. War ein bisschen schnell. Also mit Effekten haben sie ja wirklich nicht gegeizt, ne? Barrett, do your thing. Ich meine, ich könnte ein bisschen helfen. Lift Boy drückt den Lift. Na, ich will halt lieber Arise und Scarlet Nexus spielen, tatsächlich. Und Ghost of Tsushima Director's Cut und so. Er sieht viel zu gut aus, Mann. Guck ihn dir an. Heidegger ist voll sexy. Was ist hier los? Der war dick und hässlich und schwabbelig und gemein. How dare they make him pretty? Ich weiß nicht, während einer Explosion würde ich nicht mit dem Aufzug fahren, aber das ist nur mein Gedanke. Cloud macht ein Nickerchen. Der hat schon schlimmere Sachen gesehen, Barrett, macht dir nichts draus. Ich will endlich Materia ausrüsten. Alter, wie gut es einfach aussieht, Mann.
Außer, dass Jesse dauernd draufkriegt. Ja, das war schon immer so zerkratzt. Seit es Cloud gehört. Angel wird weinen. Oh boy. Das war ein mächtiger Badabum, hör mal. Das Spiel fängt wirklich mit einem Feuerwerk an. Holy shit, Bruder.全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレスピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これはまちまで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。 さあ、外に出よう。ここを8番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。Ach, Kiri, lass die Katze. あっちこっち漏電してるっすよ。気をつけて。 Okay, das war wild. あー、鉄臭い、錆臭い、新鮮な空気かも。 Okay, die sind nicht zu bremsen, dann machen wir es so. Ich mache ein ganz kurzes Päuschen, ich muss erstmal diese Explosion verkraften, aber holy shit, ist das gut, Mann.